Schön, dass du da bist. Ich bin Cora, willkommen zu einer neuen, sehr fordernden Vinyasa-Yoga-Klasse mit mir. Wir arbeiten heute besonders mit den großen Muskelgruppen in den Beinen und Rumpf, mit kräftigenden Asanas und vielen Wiederholungen. Was du hier auf der Matte erlebst, spiegelt sich in deinem Leben. Und wenn du dich durch eine anstrengende Praxis pusht, fühlst du dich danach kraftvoll und empowered. Dadurch behandelst du dich selbst besser und deine Selbstliebe wächst. Ich lade dich dazu ein, Freude in dieser Praxis zu finden. Freude an deinem Körper und Freude an der Bewegung. Du brauchst nichts weiter, nur dich und deine Matte. Und wenn du soweit bist, dann schnapp dir deine Matte und dein Wasser und lass uns beginnen. Wir beginnen im aufrechten, geraden Sitz in Sukhasana. Schließ hier für einen Moment deine Augen und lass deinen Atem ganz entspannt fließen. Nimm dir einen Moment Zeit, um ganz anzukommen und widme dich selbst der Praxis heute. Wenn du magst, finde eine Absicht für diese Praxis, eine Affirmation, die jetzt gerade zu dir passt und zu dieser Praxis. Vielleicht, ich bin stark oder ich kann alles schaffen oder ich bin voller Kraft und Energie. Das, was jetzt gerade mit deiner Seele resoniert. Horche in dich hinein und wiederhole deine Affirmationen ein paar Mal mit seiner inneren Stimme in deinem Herzen. Und dann mach erstmal ein paar große Kreise mit deinem Kopf, erst in die eine Richtung. Und dann in die andere Richtung. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Und lande mit der rechten Hand neben dir. Einatmen, linker Arm kommt hoch. Ausatmen, lehn dich rüber auf die rechte Seite. Achte darauf, dass beide Sitzhöcker auf dem Boden bleiben und öffne deinen linken Rippenbogen ganz weit nach oben. Wenn du sehr beweglich bist, komm gerne mit dem Ellenbogen runter auf den Boden. Und dann lass dich von deinem linken Arm wieder hochziehen. Linke Hand landet, einatmen, rechter Arm kommt hoch. Und ausatmen, lehn dich rüber auf die linke Seite, öffne deinen rechten Rippenbogen ganz weit nach oben. Noch einmal so, lass dich von deinem rechten Arm hochziehen, einatmen, linker Arm folgt. Und ausatmen, lehn dich rüber auf die rechte Seite, öffne deinen linken Rippenbogen nach oben. Und letztes Mal, linker Arm zieht hoch und landet, einatmen, rechter Arm folgt. Ausatmen, lehn dich rüber auf die linke Seite und öffne deinen rechten Rippenbogen nach oben. Komm wieder zurück, lande mit beiden Händen vor dir.
Einatmen, Brust raus, Schulterblätter runter. Ausatmen, wander nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Dann bleib hier und schwing leicht von links nach rechts. Oder wenn du sehr beweglich bist, leg dich ganz nach unten ab. Komm langsam mit einem Einatmen wieder hoch. Wechsel einmal deine Beine, dass der andere Fuß vorne liegt. Und einmal noch einatmen, Brust raus, Schulterblätter runter. Und mit dem Ausatmen wander nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Dann bleib hier und schwinge leicht von links nach rechts. Oder wenn du kannst und magst, leg dich ganz nach unten ab. Und dann komm langsam wieder hoch und finde Bamanasana, deinen Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Von hier strecke mal dein rechtes Bein gerade nach hinten raus. Mit deinem nächsten Einatmen bring dein rechtes Knie diagonal unten durch an deinen linken Ellenbogentipp. Und aus, zurück. Noch viermal so, einatmen an den Ellenbogentipp, aus, zurück, einatmen, Tipp, aus, zurück, einatmen, Tipp, aus, zurück, letztes Mal einatmen, Ellenbogentipp. Und aus, zurück. Lass dein rechtes Bein hinten oben. Atme ein hier. Ausatmen, bring Brust und Kinn auf die Matte. Einatmen, lass dein rechtes Bein absinken. Schlängel dich hoch in deine Cobra. Ausatmen, schieb dich zurück in dein Kind. Balasana. Ein paar Atemzüge hier. Schwing leicht von links nach rechts und spür, wie all die kleinen Muskeln in deinem Rücken ganz weich werden. Und dann finde wieder Bamanasana, deinen Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften und strecke mal dein linkes Bein gerade nach hinten raus. Mit dem Einatmen komm diagonal an deinen rechten Ellenbogentipp und aus, zurück. Noch viermal einatmen, Ellenbogentipp und aus, zurück. Einatmen, Ellenbogentipp und aus, zurück. Einatmen, Ellenbogentipp und aus, zurück. Letztes Mal einatmen, Ellenbogentipp und aus, zurück. Linkes Bein bleibt oben, atme tief ein hier. Mit dem Ausatmen bringen Brust und Kinn auf die Matte. Einatmen, schlängel dich vor in deine Cobra Bhujangasana. Achtung, mit dem Ausatmen stell deine Zehenspitzen hinten auf und schieb dich zurück in Adho Mukha Svanasana, deinen ersten herabschauenden Hund. Bleib einen Moment hier. Beuge und strecke abwechselnd deine Beine. Beweg dich einmal in alle Richtungen, so wie sich das jetzt gerade für dich richtig anfühlt.
Und dann wandere mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Mach dich hier einmal ganz weich, Knie weich, Rücken weich, lass dich aushängen. Kopf ist schwer, schwing leicht von links nach rechts. Und dann löse dich und komm mit einem ganz großen Einatmen über die Seiten hoch zum Stehen, Urdhvasthasana. Ausatmen, Anjali Mudra. Bleib einen Moment hier. Verbinde dich wieder mit deinem Atem, mit deiner Absicht für diese Praxis. Vielleicht möchtest du deine Affirmation noch ein paar Mal mit deiner inneren Stimme für dich wiederholen. Und dann löse deine Hände, finde Tadasana, Großzehballen, Kleinzehballen und Fersen pressen fest in den Boden. Atme ein paar Mal tief in deinen Bauch hinein. Surya Namaskara. Atme tief ein, über die Seiten, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Urdhvasthasana. Ausatmen, Falte nach vorne, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Ausatmen, finde Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana, aufschauender Hund. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana, herabschauender Hund. Bleib hier ein paar Atemzüge, beuge und strecke wieder abwechselnd deine Beine. Mit dem Ausatmen, step mit den Füßen nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Uttanasana, ganze Vorbeuge. Komm mit einem großen Einatmen über die Seiten, hoch zum Stehen, Handflächen berühren sich, Blick folgt, Urdhvasthasana. Anjali Mudra. Einatmen, Urdhvasthasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, finde Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana, heraufschauender Hund. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana, herabschauender Hund. Bleib hier ein paar Atemzüge. Beuge und strecke wieder abwechselnd deine Beine. Schüttel deinen Kopf aus. Nein, nein, ja, ja. Mit dem Ausatmen step wieder nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhvasthasana. Ausatmen, Anjali Mudra. Letztes Mal Surya Namaskara. Einatmen, Urdhvasthasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, finde Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana.
Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Noch ein paar Atemzüge hier. Mit dem Ausatmen step wieder nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, Adho Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhvasthasana. Ausatmen, Anjali Mudra. Surya Namaskara B. Einatmen, Urdhvasthasana. Ausatmen, Utkatasana, setz dich in deinen Stuhl. Einatmen hier. Ausatmen, Uttanasana, stehende Vorbeuge. Einatmen, Adho Uttanasana, halbe Vorbeuge. Ausatmen, finde Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Bring den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, linke Ferse zieht nach hinten. Einatmen, komm hoch, Virabhadrasana. Ausatmen, finde Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Linker Fuß steppt nach vorne, rechte Ferse zieht nach hinten. Einatmen, komm hoch, Virabhadrasana. Ausatmen, finde Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Beuge und strecke wieder abwechselnd seine Beine, schüttel deinen Kopf aus. Finde wieder deinen Atem, verbinde dich mit deinem Atem. Mit dem Ausatmen step wieder nach vorne zu deinen Händen. Einatmen, Utkatasana, setz dich in deinen Stuhl. Ausatmen, Anjali Mudra, Samasthiti. Ein letztes Mal einatmen, Urdhvasthasana. Ausatmen, Utkatasana, setz dich in deinen Stuhl. Atme tief ein hier. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Adho Uttanasana. Ausatmen, finde Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Step den rechten Fuß nach vorne, linke Ferse zieht nach hinten. Einatmen, komm hoch, Virabhadrasana. Ausatmen, finde Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Bring den linken Fuß nach vorne, rechte Ferse zieht nach hinten, einatmen, Virabhadrasana. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana, herabschauender Hund. Wieder ein paar tiefe Atemzüge hier, schüttel deinen Kopf aus. Nein, nein, ja, ja.
Mit dem Ausatmen Step nach vorne zu deinen Händen. Einatmen Utkatasana, setz dich in deinen Stuhl. Und ausatmen Anjali Mudra, Samasthiti. Atme tief ein über die Seiten, Urdhvahastasana. Ausatmen, falte nach vorne, finde Adho Mukha Svanasana, deinen herabschauenden Hund. Beuge und strecke nochmal abwechselnd deine Beine, schüttel deinen Kopf aus, nein, nein, ja, ja. Von hier hebe einmal dein rechtes Bein hinten an. Mit deinem nächsten Einatmen bring dein rechtes Knie diagonal an deinen linken Ellenbogentipp. Und aus, wieder zurück. Noch viermal so. Einatmen, diagonal Tipp. Und aus, zurück. Einatmen, diagonal Tipp. Und aus, zurück. Einatmen, diagonal, Tipp. Und aus, zurück. Achtung, einatmen, diagonal, Tipp. Bleib hier. Und von hier streck dein rechtes Bein und öffne dich nach oben in sein gefallenes Dreieck, Patita Tarasana. Schieb deine Hüften ganz weit nach oben, öffne dein Herz. Und finde mit beiden Händen wieder die Matte und schieb dich wieder zurück in deinen dreibeinigen Hund. Rechtes Bein kommt hinten wieder hoch. Von hier lande mit deinem rechten Fuß vorne zwischen deinen Händen und lass deine Fingerspitzen auf der Matte. Linke Ferse zieht aktiv nach hinten wie ein hoher Ausfallschritt, ein Virabhadrasana 1. Achtung, von hier mit dem Ausatmen streck dein vorderes Bein. Und mit dem Einatmen komm wieder zurück zu Virabhadrasana 1. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Und einatmen, komm wieder zurück. Noch dreimal so. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Und einatmen, wieder zurück. Letztes Mal ausatmen, streck dein vorderes Bein. Und einatmen, wieder zurück. Achtung, fließend durch ein Vinyasa. Wir treffen uns im herabschauenden Hund. Von hier hebe dein linkes Bein hinten an und mit deinem nächsten Einatmen komm mit deinem linken Knie diagonal an deinen rechten Ellenbogentipp und aus, wieder zurück. Einatmen, diagonal, Tipp und aus, zurück. Noch dreimal, einatmen, diagonal, Tipp. Und aus, zurück. Einatmen, diagonal, Tipp. Und aus, zurück. Achtung, einatmen, diagonal, Tipp. Bleib hier. Und dann strecke dein linkes Bein aus und öffne sich nach oben in sein gefallenes Dreieck, Patita Tarasana. Schieb deine Hüften ganz weit hoch, öffne dein Herz nach oben, fühle deine starke Mitte.
Lande wieder mit beiden Händen auf der Matte und schieb dich wieder zurück in seinen dreibeinigen Hund. Linkes Bein geht hinten wieder hoch. Von hier bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände für Virabhadrasana 1, Krieger 1. Hände bleiben auf der Matte, rechte Ferse zieht aktiv nach hinten. Achtung, mit dem Ausatmen streck dein vorderes Bein. Und einatmen, komm wieder vor. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Einatmen, komm wieder vor. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Einatmen, komm wieder vor. Ausatmen, streck dein vorderes Bein. Einatmen, wieder vor. Letztes Mal ausatmen, streck dein vorderes Bein. Und einatmen, komm wieder vor. Lande mit beiden Händen auf der Matte und fließe durch ein Vinyasa. Achtung, wir treffen uns vorne am Anfang der Matte in Tadasana. Von hier step mit deinem rechten Fuß nach hinten und öffne dich zur Seite in eine weite Grätsche. Fußspitzen zeigen etwas nach innen, Fersen nach außen. Atme tief ein über die Seiten Urdhvasthasana. Ausatmen, falte nach vorne. Drück dich aktiv an der Matte runter. Achte darauf, dass deine Beine aktiv sind, Kniescheiben ziehen leicht nach oben. Versuch dich immer mit jedem Ausatmen etwas tiefer in die Matte zu schieben. Löse dich, dreh dich wieder zum Anfang deiner Matte, atme ein in deine Planke. Ausatmen zu Chaturanga, einatmen Urdhva Mukha, ausatmen Adho Mukha, einatmen Step nach vorne, Adha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhvasthasana. Samasthitihi. Step mit deinem rechten Fuß nochmal nach hinten in eine weite Grätsche. Achte wieder darauf, Fußspitzen zeigen etwas nach innen, Fersen nach außen. Atme tief ein über die Seiten, Urdhvasthasana. Ausatmen, falte nach vorne. Entweder du drückst wieder mit deinen Händen an der Matte dich möglichst tief oder wenn du magst, greif mit Zeigefinger und Mittelfinger beide Hände, beide große Zehen und zieh dich ein bisschen tiefer. Löse dich, dreh dich wieder zum Anfang deiner Matte, atme ein in deine Planke. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha. Einatmen, Adha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhvasthasana.
Ausatmen, Anjali Mudra. Eine letzte Runde, Parivrita Padottanasana. Mach mit seinem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten. Fußspitzen zeigen etwas nach innen, Fersen nach außen, beide Beine aktiv. Atme tief ein, Urdhvastasana. Ausatmen, Falte nach vorne. Wenn du magst, greif deine Hände hinter deinem Rücken und öffne deine Schultern nach vorne und drücke aktiv mit deinen Brustbeinen Richtung Matte. Löse dich ein letztes Vinyasa. Atme ein in seine Planke Dandasana. Ausatmen Chaturanga Dandasana. Einatmen Urdhva Mukha. Ausatmen Adho Mukha. Einatmen Adha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhvastasana. Ausatmen, Anjali Mudra, Samasthiti. Super, bringe mal deine Füße etwas weiter als mattenbreit auseinander, dass deine Fersen noch auf der Matte sind, deine Fußspitzen von der Matte runter. Und setz dich ab in Malasana, deine tiefe Hocke. Wenn du magst, presst mit deinen Ellenbogen fest an die Innenseite deiner Knie. Richte dich möglichst gerade aus. Entweder du bleibst hier oder wenn du noch ein bisschen Kraft in seinen Armen hast, kannst du hier vorfliegen in seine Krähenbakasana. Finde dazu die Matte mit deinen Händen. Bring deine Knie entweder in deine Achseln oder an die Außenseite deiner Ellenbogen und verlagere dein Gewicht nach vorne und finde hier einen Moment der Balance. Und dann lass dich langsam kontrolliert wieder absinken und komm hinten auf deiner Matte zum Sitzen. Für Navastana, dein Boot, achte einmal darauf, dass du ca. 90 Grad in seinen Beinen hast. Greif deine Knie von unten, richte dich gerade auf, Brustbein raus, Schulterblätter runter, atme tief ein hier. Mit dem Ausatmen lehne dich zurück, lass deine Waden parallel zum Boden kommen, Brustbein zeigt weiterhin nach oben. Finde hier deine Balance und wenn du dich hier ganz gut fühlst, bring deine Arme parallel zu deinen Beinen. Achtung, strecke mal deine Beine gerade aus und lass deine Beine die Matte finden. Atme tief ein über die Seiten, Urdhvastasana. Nur mit dem Ausatmen falte nach vorne zu Paschimottanasana. Achte darauf, dass deine Beine aktiv sind, Fußspitzen ziehen nach oben, Füße sind geflext. Wenn du magst, greif die Außenkanten deiner Füße, zieh dich mit den Brustbeinen aktiv nach vorne.
löse dich. Achtung, komm in einer Bewegung wieder in Navasana, dein Boot. Und dann streck deine Beine wieder aus, lass deine Beine wieder absinken, atme tief ein über die Seiten Urdhvastasana, falte nach vorne zu Paschimottanasana. Brustbein zieht wieder nach vorne, Beine sind aktiv. Sehr gut. Von hier komm ein letztes Mal in einer Bewegung in Navasana, dein Boot. Und aus Navasana greif deine Knie von unten, mach einen runden Rücken und lass dich einmal komplett nach hinten auf deine Matte absinken. Zieh beide Knie zur Brust in Apanasana, mach kleine Kreise mit den Knien, massier deinen Rücken auf der Matte, finde hier einen Moment der Ruhe. Und dann lass deine Füße wieder auf die Matte absinken, dass deine Beine angewinkelt sind. Und dann lass dein linkes Bein stehen und dein rechtes zur Seite aufkippen. Und mach große Schwimmbewegungen mit deinem rechten Bein und eröffne deine Hüfte so weit wie möglich zur Seite. Und dann lege deinen rechten Knöchel quer auf deinen linken Oberschenkel für deine abgelegte Taube. Entweder du schiebst nur dein rechtes Knie von dir weg oder du greifst mit dem rechten Arm durch deine Beine mit links von außen an sein linkes Schienbein und ziehst dein linkes Knie fest zu dir ran. Löse deine Hände von deinem linken Schienbein und greife mit dem rechten Zeigefinger und Mittelfinger deinen rechten großen Zeh. Streck dein linkes Bein gerade nach unten weg, lass es die Matte wieder finden und dann streck deine Ferse so hoch zum Himmel, wie es dir möglich ist. Und entweder du bleibst hier, oder wenn du magst, öffne deine Hüfte nach rechts, indem du deinen gebundenen Fuß, das Bein gestreckt, rüberfallen lässt auf die rechte Seite.
Komm langsam wieder zurück und zieh dein rechtes Knie fest zur Brust. Leg deinen rechten Arm auf Schulterhöhe von dir ab und mit deinem Ausatmen zieh dein rechtes Knie rüber auf die linke Seite und dreh deinen Kopf nach rechts. Komm wieder zurück zur Mitte und stell wieder beide Füße hinter deinen Hüften auf und lass jetzt dein rechtes Bein stehen und dein linkes zur Seite aufkippen und mach große Schwimmbewegungen mit deinem linken Bein. Öffne deine Hüfte so weit wie möglich zur Seite und nutze deinen gesamten Bewegungsradius. Und dann komm zurück und lege deinen linken Knöchel quer auf den rechten Oberschenkel. Entweder du bleibst hier und schiebst nur dein linkes Knie von dir weg. Oder wenn du magst, greif mit der linken Hand durch deine Beine hindurch, mit rechts von außen an dein rechtes Schienbein und zieh es fest zu dir ran für deine abgelegte Zauber. Löse dein rechtes Schienbein und greif mit dem linken Zeigefinger und Mittelfinger deinen linken großen Zeh. Lass dein rechtes Bein wieder gerade die Matte finden und streck deine linke Ferse ganz, ganz weit nach oben von dir weg, so weit wie möglich. Entweder du bleibst hier oder wenn du weitergehen möchtest, lass deine linke Ferse gebunden auf den Boden absinken, öffne deine linke Hüfte nach links. Komm zurück zur Mitte und zieh dein linkes Knie fest zur Brust. Und dann leg deinen linken Arm auf Schulterhöhe von dir ab. Und mit deinem nächsten Ausatmen zieh dein linkes Knie rüber auf die rechte Seite und dreh deinen Kopf nach links. Komm zurück zur Mitte und streck beide Beine aus. Leg deine Arme mit den Handflächen nach oben neben deinen Körper und lass deine Fußspitzen nach außen fallen.
Beweg noch einmal deine Fingerspitzen und deine Fußspitzen und deine Füße und deine Beine und alles, schüttel noch alles einmal durch, bis du gleich in deine Ruhe fällst, in dein Shavasana jetzt. Spüre deinen Körper und spüre die Energie in deinem Körper, die du freigesetzt hast. Vielleicht vibrierst du ganz leicht. Spüre die Punkte, wo dein Körper in die Matte presst und deine Fersen und deine Waden. Deine Oberschenkel und deine Hüften und deine Schultern, deine Schulterblätter und deine Arme und dein Hinterkopf. Lass deinen Atem ganz entspannt fließen und spüre, wie du immer tiefer und tiefer in deine eigene Essenz absinkst. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzzentrum, mitten in deiner Brust. Spüre in diesen Bereich hinein, wie du dich hier jetzt gerade fühlst. Spüre die Energie, die da ist. Vielleicht kannst du hier ein Gefühl der Dankbarkeit kultivieren. Dankbarkeit für deine Praxis, Dankbarkeit für deinen Körper, der dich getragen hat, so stark. Und vielleicht möchtest du deine Absicht, deine Affirmation der Praxis umwandeln in eine Dankbarkeitspraxis, hier in deinem Moment der Ruhe. Vielleicht danke, dass ich so stark bin. Oder danke, dass ich alles schaffen kann. Oder danke, dass ich voller Kraft und Energie bin. Das, was jetzt gerade mit deiner Seele resoniert, oder vielleicht etwas ganz anderes, vielleicht danke, dass ich Teil dieses wundervollen Universums bin, oder danke, dass ich Liebe empfinden kann, das, wofür du heute besonders dankbar bist. Thank you.
Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme mal ganz tief ein. Beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Und spür die Punkte, wo dein Körper die Matte presst. Und dann bewege ganz vorsichtig deine Fingerspitzen und deine Fußspitzen. Und dann bring deine Handflächen zueinander und reib sie ganz, ganz fest aneinander. Und bring die Wärme zu deinem Gesicht. Und wenn du magst, dann roll dich rüber über deine Lieblingsseite und komm langsam wieder hoch in Sukhasana, in einen aufrechten, geraden Sitz. Lass hier noch für einen Moment deine Augen geschlossen. Und spüre nach, wie du dich jetzt gerade fühlst. Und dann bring deine Handflächen zueinander ins Anjali Mudra. Und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.